Hey, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier zu dieser Podcast-Folge, die ein bisschen eine besondere ist. Du hast es vielleicht schon am Titel erkannt. Wir steigen mit dieser Folge ein in eine Sondereditionsreihe, Serie rund ums Human Design. Und ich finde es so großartig, dass du einschaltest, dass du da bist, dass du Lust hast, dir das anzuhören. Vielleicht bist du super neu in meinem Podcast deswegen auch. Das kann natürlich auch sein. Auch dann begrüße ich dich natürlich ganz herzlich. Vielleicht bist du aber schon ganz lange auch im Spürvertrauen-Podcast ohnehin mit dabei und bist jetzt einfach neugierig aufs Human Design. Dann begrüße ich dich genauso herzlich. Und ja, es hat Anfang des Jahres schon eine Folge gegeben, wo ich mich geoutet habe, dass ich als Sexualcoachin vor einigen Jahren Human Design kennengelernt habe und es mittlerweile aus meiner Art zu arbeiten, auch mit Menschen für ihre Sexualität und auch für ihre erfüllten Beziehungen, ich kann das gar nicht mehr wegdenken. Ja, nicht in allen Klientenprozessen spielt es offen oder auch im Hintergrund eine Rolle. Aber das, was ich für mich aus dem Human Design System lernen durfte, spielt eine ganz, ganz große Rolle eigentlich in all meinen Klientenprozessen auch als und läuft so im Hintergrund irgendwie mit. Ja, fast wie meine Ausbildungen in Sexological Bodywork und Sexokorporell. Kann ich das echt nicht mehr wegdenken. Und es hat so, so viel schönes Feedback gegeben auf diese Folge hin. Ich glaube, im Januar war es, wo teilweise auch Kollegen mich angesprochen haben oder auch wo neue Klientenverbindungen entstanden sind, wo Menschen gesagt haben, ach Mensch, ich wusste das gar nicht, dass du auch mit Human Design dich auskennst. Jetzt komme ich in die Begleitung zu dir. Und ich durfte eben inzwischen auch jetzt einige Menschen explizit mit Human Design begleiten zu ihren Fragestellungen und Themen innerhalb der Sexualität, innerhalb von Beziehungsthemen. Und ja, habe jetzt gedacht, ich hole das Ganze noch mal mehr mit auf die Bühne meiner ganzen Arbeit. Ich bin damit ja, ich brauche da immer ziemlich lange. und das ist auch für mich ein bisschen aufregend, weil es ja mich noch mal anders sichtbar macht, mich als Yvonne mit dem, woran ich als Yvonne glaube, macht es nochmal mich hier anders auch im Podcast sichtbar. Ja, natürlich hast du vielleicht, wenn du den Podcast auch schon lange hörst, ein bisschen Gefühl dafür, wer bin ich, und das ist wahrscheinlich auch goldrichtig, aber ich bin ja noch so viel mehr als das, worüber ich hier spreche, und Human Design gehört halt irgendwie auch dazu. Damit beschäftige ich mich jetzt privat seit über 3 Jahren, seit 2023 eben auch in Form von Ausbildungen, die ich besucht habe. Vorher habe ich auch immer schon mal so Workshops gemacht, aber da habe ich mich letztes Jahr wirklich auch für eine Ausbildung entschieden und ja, merke jetzt halt so langsam wird es sattelfest, wirklich. So, dass ich mich damit raustrauen kann, auch auf professionellerer Ebene. Genau. Und jetzt habe ich mich eben entschieden, so eine kleine Human Design Reihe zu machen, um dich mitzunehmen und dir zu erzählen, erstmal heute, was ist das eigentlich? Was ist es vielleicht auch nicht? Ja. Wo du einfach mal zuhören kannst, auf dich wirken lassen kannst, gucken kannst. Ganz, ganz wichtig für dich. Hat das irgendwie Resonanz bei dir? Ja. Und meine Erfahrung ist, dass alleine der Name häufig Fragezeichen verursacht oder gar gänzlich auf Ablehnung stößt. Und da sage ich auch gleich noch viel mehr dazu, weil bei mir war das auch so, als mir das allererste Mal über den Weg lief, dass ich dachte, was zur Hölle soll das sein? Das klingt irgendwie komisch. Und erst als ich angefangen habe, mich genauer damit zu befassen, gingen mir so ein paar Lampen an und ich dachte, oh, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das taugt mir und ich könnte mir ja vorstellen, dass es anderen Menschen und vielleicht auch dir tatsächlich auch so geht. Vielleicht bist du aber auch schon angefixt und Feuer und Flamme und erhoffst dir hier meine Perspektive darauf. Die kriegst du.
Es wird aber nochmal eine andere Folge geben, wo ich nochmal mehr reingehe in dieses, was glaube ich denn, was Human Design ist und was das nicht ist. Oder was finde ich, was das ist und was das nicht ist. Und in all dem, lass dir gesagt sein, verliere ich natürlich jetzt hier nicht die Sexualität und den Beziehungskontext so völlig aus den Augen. Ich bin nicht auf dem Weg dazu, die nächste super Human Design Coach zu werden oder dass ich nur noch Human Design Readings, wie man das da nennt, geben möchte, sondern ich verknüpfe das eben mit meiner Arbeit und da bin ich, so wie ich das wahrnehme, also ich kenne keinen anderen Sexualcoach, der offen sagt, ich arbeite auch mit Human Design und zwar gerne. Ja, habe ich bisher noch nicht kennengelernt, also für sich privat vielleicht schon, aber eben noch nicht für mit Klienten. Es gibt eine Menge Leute im Bereich Human Design, die dann auch ne, als Teil des Gesamten auch ein bisschen was für die Sexualität machen oder für Beziehungen. Das sind dann aber eher Human Design-Experten. Und so andersrum habe ich es jetzt noch nicht erlebt, dass jemand sagt, ich bin eigentlich Expertin. Ja, keine Ahnung, ob du mich als Expertin wahrnimmst. Vielleicht bin ich eine Expertin für Sexualität und Beziehungen. Und ich nehme eben auch das Human Design als Werkzeug. So, und damit sind wir schon mittendrin, weil was ist Human Design? Ja, abgesehen von diesem scheußlichen Namen, ist es ein System, was so wie ein Werkzeug sein kann oder ein Tool, ne, der englische Begriff, um die eigene Persönlichkeit zu analysieren, sich selbst zu erkennen. Und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen, nämlich auf der Ebene vom Körper. Ja, darüber sprechen wir hier eh viel. Des Bewussten, also Geist, könnte man vielleicht sagen, oder auch Persönlichkeit, Verstand. Aber auch so auf seelischer Ebene und auch auf energetischer Ebene lässt uns auch das Human Design System so ein paar Hinweise da. Wer sind wir vielleicht auf energetischer Ebene? Und wie kommen wir eigentlich bestmöglich so mit dem Leben in einen Tanz, der sich ganz wunderbar anfühlt? Wie können wir uns im Flow fühlen im Leben? Wie können wir zufrieden sein? Oder was auch immer dein Wort für den Zustand ist, den du gerne erlebst in deinem Leben. Es gehören ja irgendwie alle Zustände zum Leben dazu. Das finde ich auch ganz legitim. Aber ich glaube, wir haben alle so ein paar Lieblingszustände und die wünschen wir uns vielleicht mehr. Sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht hier im Podcast, wenn du nicht nach irgendwas leise oder lauter auf der Suche wärst. Und dabei kann uns Human Design eben begleiten. Ja, und wie so eine Art Werkzeug für uns sein, uns da zu erkennen. Und auch uns immer weiter zu entwickeln tatsächlich. Was jetzt super wichtig ist zu wissen, dieses System ist nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, wissenschaftlich fundiert. Das ist auch einer der großen Kritikpunkte, die ich auch nachvollziehen kann. Und wenn du jetzt ein Mensch bist und du stehst total auf Wissenschaft und alles andere findest du absolut nicht vertretbar anzuwenden, dann ist das vielleicht auch einfach nicht dein System. Ja? Dieses Wissen rund um Human Design, das ist gechannelt. Ja? gechannelt bedeutet so etwas wie auf geistig-seelischer Ebene empfangen, ja, woher auch immer. Ich kann dir dazu auch nicht mehr sagen, außer dass ich daran glaube, dass das funktionieren kann, dass wir Menschen, wenn wir uns spirituell, geistig, seelisch mit all unserem Körper und darüber hinaus öffnen, dass wir Dinge aus dem Universum, sage ich jetzt mal, irgendwie wahrnehmen können, die wir eigentlich nicht sehen und fassen können, ja. Und das können dann Ideen sein, das können Worte sein, das können Erkenntnisse sein und das können aber auch so Systeme sein, die uns helfen können, durchs Leben zu gehen und uns selbst besser zu verstehen. Und so ist eben vor ungefähr 25 Jahren dieses Human Design Wissen durch einen Mann namens Ra Uruhu auf Ibiza
auf diese Welt gekommen. Und so wie ich die Geschichte erzählt bekommen habe in meiner Ausbildung, war dieser Mensch auch erstmal davon überzeugt, dass das alles so abgedreht ist, dass ihm das sowieso keiner glaubt und dass Leute das für Quatsch halten könnten. Und es brauchte wohl ziemlich viel Überzeugungsarbeit von anderen Menschen, die dann angefangen haben, sich auch damit zu beschäftigen, nach dem, was er erzählt hat. So dass er irgendwann gesagt hat, gut, also wenn ihr das jetzt auch alle sinnvoll findet und hilfreich, dann macht es vielleicht tatsächlich Sinn und ist hilfreich. Also so ein bisschen, ne, auch er selbst war da erstmal sehr skeptisch und hat über die Erfahrung sozusagen erlebt, oh, das ist vielleicht doch gut für die Welt, für die Menschen, und hat wohl auch gesagt, glaubt mir nichts, ja, ich will nicht euer Guru sein, bitte überprüft alles selber für euch, ob das Sinn macht, ob ihr das wollt, ob ihr damit was anfangen könnt. Und das passt aus meiner Sicht sehr gut auch zu diesem ganzen System, ne? Weil das nicht etwas ist, wo Schublade auf jemand so oder so zu sein hat aufgrund des Human Designs, Schublade wieder zu. Also wir uns in irgendwas reinpressen müssen, was wir vielleicht nicht sind, weil jemand von außen, also ein System, es sagt, sondern dass wir eigentlich immer wieder daran erinnert werden, all diese Dinge, die wir ablesen können an so einem Human Design Chart, sage ich gleich noch ein paar Worte mehr dazu, was das eigentlich genau ist, dass wir das für uns selbst erleben und überprüfen dürfen und im besten Fall, nachdem wir es aufgesogen haben, dieses Wissen auch damit experimentieren und auf ganzer Ebene integrieren. Ich verstehe es schon auch als eine Hilfestellung, mir mehr zu erlauben, ich selbst zu sein. Und ich liebe es total am Human Design, dass es eine absolute Einladung ist zur Individualität. Ich bin auch in der Sexualität bin ich ja so eine Freundin davon, zu sagen, hey, es gibt so viele Sexualitäten wie Menschen auf diesem Planeten. Also Sexualität ist etwas unfassbar Individuelles und alle, die es versuchen, stark zu vereinheitlichen oder zu sagen, für alle gilt das Gleiche, da bin ich immer sehr, sehr, da kann ich mich gar nicht mit identifizieren. Und das finde ich halt so cool auch am Human Design, dass es eine Einladung zur Individualität ist. Also wie kann ein Mensch seine individuelle Energie nutzen, kennenlernen vielleicht erstmal und nutzen, wie kann er die eigenen Stärken kennenlernen und nutzen und wie kann er auch seinem eigenen Kern, wenn man mal alles das weglässt, was so von außen irgendwo mal eingesammelt worden ist und vielleicht gar nicht das ureigene ist, wie kann man das auch kennenlernen und loslassen, also alles, was ich nicht brauche, loslassen und den eigenen Kern immer weiter wahrnehmen und leben, ja. Und da ermöglicht eben das Human Design, unserem Verstand Futter zu geben für Dinge, die wir manchmal selbst nur super schwer an uns greifen können. Also, ne, es macht Details erkennbar, sichtbar und hilft, sie ins Bewusstsein zu holen irgendwie und natürlich erstmal für sich selbst. Ja. Und später aber auch, und das ist das, was ich meine, mit mir hilft es total in meiner Arbeit, auch als Hintergrund einfach das so mit parat zu haben. Es erleichtert auch das zwischenmenschliche Miteinander, weil Verständnis wächst. Verständnis dafür, dass andere Menschen einfach anders sind. Und das ist auch etwas, was diesem System so innewohnt, ne? Diese Einladung zur Individualität oder wirklich, wir sind alle einzigartig, macht es irgendwie auch noch mal sichtbar auf eine Weise, die auch dazu führen kann, den Partner, die Partnerin, Geschwister, Familienmitglieder, Freunde auch noch mal anders anzunehmen, nachdem man eben auch geschafft hat, sich selbst anzunehmen. Mit all den tollen und vielleicht auch weniger tollen Dingen, die so da sind. Ja, und auch die Dinge, die man erstmal weniger toll findet, die haben oft auch einen Nutzen. Und es ist irgendwie auch in so einem Human Design Chart ganz schön zu erkennen, wie das
sich alles zusammenfügt, auch wenn es scheinbar manchmal Widersprüche gibt, aber schlussendlich sich doch alles gut zusammenfügen kann. Jetzt habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ne, es gibt so einen Chart, den nennt man auch Body Graph. Das ist tatsächlich so eine Grafik und ich habe vor, das auch auf meiner Webseite zur Verfügung zu stellen für dich, dass du dir da visuell auch ein kleines Bild von machen kannst. Wie sieht so ein Body Graph aus und welche Elemente gibt es da? Was kann man da für verschiedene Dinge ablesen? An dieser Stelle lass dir aber gesagt sein, du musst Human Design nicht in der Tiefe selber verstehen und lernen, um damit zu arbeiten. Dafür gibt es dann Menschen wie zum Beispiel mich, die in einem bestimmten Bereich anbieten, solche Charts auszulesen und eben die Botschaften, sage ich jetzt mal, die da so drinstecken oder die Schlüssel für das eigene Wohlbefinden, die da drinstecken, den Menschen zur Verfügung zu stellen. Ne? Also vielleicht merkst du, oh, das ist irgendwie spannend und ich will selber mehr wissen. Und vielleicht merkst du auch, boah, das ist spannend, aber ich will mir das alles selber gar nicht draufschaufeln, ist mir viel zu viel. Dann ist eben Human Design etwas für dich, womit du vielleicht arbeiten kannst für deine Entwicklung, aber dir jemanden an die Seite holst. Das kann ich sein oder das kann natürlich auch ein anderer fähiger Mensch sein, der zu dir passt, der dich da begleitet. Genau, ne? Und dieser Body Graph, ich tue dir den Link für diese Übersicht, die ich dir auch zur Verfügung stelle, die findest du hier in den Shownotes. Der sieht auf den ersten Blick für viele, die das noch nie gesehen haben, ein bisschen überfordernd aus. Außer für Menschen, die so viel abstrakte Denkqualitäten und Erfassungsqualitäten irgendwie haben. Die verstehen das häufig schneller, das ist so meine Erfahrung. Also man könnte jetzt vielleicht sagen, wenn du gut in Mathe warst, könnte das ein erster Hinweis sein, auf Abstrahieren fällt dir nicht so schwer. Kann aber auch noch andere Wege geben. kannst du dir auch einfach mal angucken, auf dich wirken lassen. Ich empfehle dir überhaupt nicht, irgendwas auswendig zu lernen oder alles direkt verstehen zu wollen. Ja, und ich sage dir jetzt heute nochmal ein paar Dinge, was man da halt erkennen kann in diesem Chart und was es so für Themen gibt, mit denen man mit Human Design unterwegs sein kann, damit du einfach besser verstehst, was es ist. Ich erzähle dir heute nicht so sehr viel in die Tiefe zu einzelnen Aspekten und Themen. Das kommt dann alles in den nächsten Folgen. Man kann nicht alles auf einmal machen. Das wirst du mir vielleicht nachsehen. Genau, aber dann haben wir heute mal einen Einstieg genommen. Ja. Und jetzt sind Dinge oder Themen oder Felder, die man da rauslesen kann an so einem Chart oder Bodygraph, steht für das Gleiche, ne, wo man sich selber nochmal kennenlernen kann mit dem Human Design System. Ich habe mich so ein bisschen vorbereitet. ich sage dir jetzt was dazu, was man da alles erkennen kann. Und für all diese Möglichkeiten gibt es immer ganz verschiedene Wege. Also es gibt verschiedene Typen im Human Design. Es gibt verschiedene Strategien, durchs Leben zu gehen. Es gibt verschiedene Autoritäten. Das sind Wege, wie Menschen Entscheidungen treffen können. Es gibt verschiedene Profile. Da geht es so ein bisschen darum, durch welche Brille guckt jemand ins Leben oder wie interagiert jemand auch mit dem Leben auf so einer feineren Ebene. Dann gibt es Tore, es gibt Kanäle, es gibt Energiezentren, dann gibt es noch Variablen. Also es gibt ganz viel Zeug. Und das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, ne, wenn man jetzt sich Wissen draufschaufelt und über den Verstand versucht, da einzusteigen, dann müssen wir natürlich Dinge runterbrechen und isoliert voneinander betrachten. Also dann guckt man sich die verschiedenen Typen an, die verschiedenen Strategien, die verschiedenen Autoritäten, die verschiedenen Energiezentren und. Und darüber gibt es Aussagen oder auch
Beschreibungen und schlussendlich muss man aber so einen Chart, so einen Bodygraph immer in seiner Gesamtheit sich anschauen und lass dir gesagt sein, alles interagiert mit allem sozusagen, ja, und das macht es so wunderschön und komplex und manchmal widersprüchlich und trotzdem irgendwie total sinnhaft, was da so alles zu erkennen ist in so einem Chart. Und deswegen ist so dieses, ich bin Typ sowieso, deswegen bin ich so, eigentlich eine ziemliche vorschnelle Idee, ja, weil natürlich muss man sich all diese anderen Elemente auch noch angucken und weiß dann erst so ein bisschen, okay, worum geht es jetzt eigentlich wirklich? Also irgendwas rauszugreifen und mal isoliert zu betrachten, macht Sinn, um sich auch damit intensiver zu beschäftigen, es überhaupt zu lernen, das Wissen rauszugreifen und schlussendlich muss man es immer wieder in diesen Gesamtkontext von dem ganzen Chart setzen. Genau. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, du bist natürlich nicht dein Human Design Chart. Ja, du bist ein Mensch und du hast anhand deiner Geburtsdaten ein Human Design Chart und damit kann man arbeiten. Und gleichzeitig bist du einfach unfassbar viel mehr als dieses Chart. Ja, das macht es manchmal komplexer, ja, aber das ist das Menschsein und man könnte vielleicht sagen, dieses Chart ist so ein bisschen wie ein Röntgenbild, darauf können wir ganz viele tolle Dinge erkennen und gleichzeitig erzählt es uns nicht die Farbe, die du hast an deiner Hose zum Beispiel, ja, das ist einfach nicht erkennbar auf so einem Röntgenbild, aber ganz viel anderes ist trotzdem sichtbar, so, also du bist viel, viel mehr als dein Chart. Ganz wichtig. Aber die Felder, ne, die wir uns angucken können mit Human Design und jetzt münze es für dich selber auch auf die Sexualität unbedingt. Und ich werde dazu auch an einigen Stellen so ein bisschen was sagen. Weil wir können natürlich das ganze Leben betrachten mit Human Design, wir können jeden einzelnen Lebensbereich betrachten mit Human Design, aber wir können eben auch, und darauf möchte ich mich ja hier auch weiterhin fokussieren, Sexualität und Beziehungen in den Vordergrund stellen. Deswegen gibt es da jetzt auch einfach immer mal wieder so einen kleinen Querverweis, damit du dich hier auch nicht lost fühlst und das Thema vermisst. Genau, also, ja. Ein ganz wichtiger Punkt, der uns verraten wird anhand unseres Bodygraphen und durch das Human Design System ist, wie wir gut Entscheidungen treffen können in unserem Leben. Im Großen und im Kleinen. Ja. Und in der Sexualität gibt es ja auch immer wieder Entscheidungen zu treffen und in der Beziehung auch. Ja, das ganze Leben, jeder Tag besteht aus unzähligen Entscheidungen, die wir treffen. Und die einen davon sind vielleicht spontan, andere sind begleiten uns längerfristig. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Entscheidungen. Und Human Design kann uns wirklich helfen, herauszufinden, wie kann ich für mich persönlich gut Entscheidungen treffen, mit denen ich mich dann auch hinterher wohlfühle, die nicht immer unbedingt bequem und leicht sind. Ja, darum geht's nicht. Also das ist auch nicht das Kriterium, dass sich das Entscheidung treffen dann immer einfach anfühlt. Ich mag das nicht so sehr zu sagen, was sind richtige Entscheidungen. Ich glaube, es gibt sowas nicht wie richtige Entscheidungen. Alles sind irgendwie Entscheidungen und alles hat irgendeine Konsequenz. So, und in einem gewissen Rahmen, solange nicht man sich selbst oder andere gefährdet oder verletzt, finde ich nicht so hilfreich, von richtigen und falschen Entscheidungen zu treffen, zu sprechen, so rum, weil das auch einfach Druck verursacht. Aber das ist eben ein Bereich, wo Human Design ultra hilfreich sein kann. Ne? Wie treffe ich gute Entscheidungen? Auch möchte ich heute noch mit meinem Partner schlafen oder nicht? Wie kann ich das entscheiden? Ja. Will ich das entscheiden? Will ich mich da rauswinden aus der Entscheidung? So. Ja, aber das ist ein Bereich. Und auch, wie interagiere ich eigentlich mit anderen Menschen idealerweise? Ja, also wenn ich jetzt da meinen Partner zum Beispiel vor mir habe, wie interagiere ich gut mit dem?
Da gibt es so ein paar Strategien, nennt man das. Je nach Typ sind die verschieden. Und nicht alles ist für jeden gleichermaßen hilfreich. Das heißt nicht, dass wir nicht alles können. Ja. Human Design ist keine Limitierung in dem Sinne, sondern zeigt eigentlich mehr, wo so ein bisschen unsere Natur ist. Und die anderen Sachen, die können wir dann vielleicht auch, die kosten aber viel mehr Energie und führen vielleicht auch in Zustände, die gar nicht so viel Spaß machen. Aber so dieses, wo macht Interaktion mit anderen Menschen Spaß und Freude, wo geht es leicht, ne, wo ist vielleicht auch ein Flow auf irgendeine Weise zu spüren, darüber können wir auch Hinweise im Human Design Chart finden. Auch wie wirken wir auf andere? Super spannende Frage vielleicht. Ne? Wie wirkst du auf deinen Partner, deine Partnerin? Wirkst du offen? Wirkst du vielleicht eher nicht so offen? Ja, jetzt wird man ja schnell auch denken, jemand, der nicht so offen wirkt, der muss was verändern, der muss irgendwie an sich arbeiten, der muss offener sein. Da wird jetzt Human Design sagen, naja, gucken wir mal. Ja, kann sein, dass alles wunderbar ist, damit dass diese Person auf andere auch gar nicht so offen wirkt. Einfach nur Beispiele, ja, oder vielleicht auch nicht so lesbar ist für andere, dann ist mit dieser Person unter gewissen Umständen des Human Designs entsprechend vielleicht überhaupt gar nichts verkehrt, sondern alles in bester Ordnung. Es ist vielleicht dann nur ungewohnt für die Mitmenschen. Ja. Human Design kann uns auch was verraten darüber, wo wir Blockaden haben. Ja, oder wo wir vielleicht Glaubenssätze mit uns rumschleppen, die uns wirklich nicht helfen. Auf die kommen wir vielleicht manchmal selbst, ja, oder leicht und manchmal vielleicht auch nicht so. Ja. Manchmal sind uns die gar nicht so bewusst und dann kann Human Design eben auch helfen, diese Blockaden zu untersuchen, ja, also zu schauen, gibt's die nicht, macht das was mit mir? Was glaube ich zu diesem oder jenem Thema? Und da darf man sich dann einfach ein bisschen auf die Schliche kommen, aber auch befinden, nee, komm, das steht zwar in meinem Chart, dass das theoretisch mein Thema sein könnte, ist es aber nicht. Ja, das geht genauso. na, da geht es auch um Schattenthemen, die wir da finden können. Da geht es auch um Dynamiken, um Konflikte vielleicht mit anderen, aber auch um innere Konflikte. Da können wir auch Hinweise finden im Human Design. Gerade wenn wir uns manchmal so hin und her gerissen fühlen zwischen inneren Anteilen, da gibt es einfach auch Geschichten, die das wahrscheinlicher machen und nicht so wahrscheinlich machen, die man da im Human Design Chart auslesen kann. Es geht auch um Dynamiken miteinander, im Team, in Familien, in Partnerschaften. Und auch kann es gehen, sich selbst nochmal neu kennenzulernen in Bezug auf die eigene Lebensgeschichte, auf eigene Entwicklungsreisen, die man da so gemacht hat. Vielleicht fragst du dich auch manchmal, boah, warum gibt's da einen starken Bruch irgendwie an der einen oder anderen Stelle in meinem Leben? Oder warum bin ich so anders als die anderen Menschen in meiner Familie, in meiner Ursprungsfamilie? Warum bin ich ganz andere Wege gegangen? Da kann es auch wundervolle Augenöffner geben, tatsächlich anhand des Human Designs, wie Menschen, ich sag mal nochmal, in eine andere Art von Frieden auch mit sich und ihrer eigenen Geschichte kommen können und darin auch Kraft finden, sich weiter vorwärts zu bewegen und zwar auf ihre ganz eigene Weise. Genau. Also da wirklich, ne, es ist ein Tool, ein Werkzeug für Selbsterkenntnis, für auch die eigene Persönlichkeit immer besser kennenzulernen, aber eben auf dieser Ebene auch nicht stehen zu bleiben und sich ein reines Wissen über sich drauf zu schaufeln, sondern auch wirklich ja, sich zu erkennen, sich auch immer mehr gesehen zu fühlen, auch eigene Perspektiven über sich selbst zu erweitern. Es kann auch eine totale Einladung sein, authentisch zu sein und zu leben. Ja,
Und dann aber das Ganze eben nicht auf der kognitiven Ebene zu belassen, sondern damit auch ins Experimentieren zu gehen, also in Begegnungen oder in gewissen Lebenssituationen auch sich anzufangen, anders mal zu verhalten und zu gucken, was passiert. Ja. Nicht, damit es dann richtig ist und dem Human Design Chart entspricht, sondern weil vielleicht dabei auch sowas rauskommen kann wie, es fühlt sich irgendwie leichter an auf diese Weise oder wahrhaftiger oder tatsächlich authentischer oder ich fühle, dass ich mehr in meiner Essenz bin, ja, wenn ich die Dinge so mache, anstatt so, wie ich vielleicht in meiner Ursprungsfamilie gelernt habe, wie man die Dinge eben macht oder in meiner letzten Partnerschaft gelernt habe, wie man halt Sex macht miteinander. Vielleicht habe ich eine ganz andere Art und Weise, Sex zu machen, ja, als die Mehrheit in dieser Bevölkerung und finde im Human Design eine Bestätigung oder Hinweise, wo ich mich nochmal anders auch meiner eigenen Sexualität hinwenden und zuwenden darf. Ja, also es geht oft um ein Weglassen von vielem, 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 was wir da draußen irgendwo aufgeschnappt haben und ein sich besinnen auf das, was ist wirklich das Ureigene. Und das schaffen wir halt nicht zu 100% mit uns alleine über das Nachdenken, sondern da brauchen wir manchmal so Hinweise, weil uns natürlich ganz viele Dinge über uns selbst nicht bewusst sind, selbst wenn wir schon eine ganze Weile auf dieser Reise sind von Entwicklung und Persönlichkeitsforschung. Und ne, auch ich habe irgendwie, bevor ich Human Design kennengelernt habe, schon 5 Jahre mindestens mich mit so meiner eigenen Entwicklung auseinandergesetzt. Und da sind nochmal ganz neue Aspekte mit dazugekommen. Einiges wusste ich schon, vieles vielleicht sogar. Und gleichzeitig hat es mir immer noch neue Perspektiven eröffnet. Und das finde ich einfach unfassbar schön und hilfreich. Ja, jetzt verrate ich dir vielleicht noch die eine wichtige Sache, weil du dich vielleicht fragst, ne, wie macht man denn das mit diesem Bodygraphen? Wie kriegt man den hin? Wo gibt's den? Ja, es gibt ganz viele verschiedene Seiten auch, wo man sich das erstellen lassen kann. Ich tue dir hier auch einen Link nochmal in die Shownotes. Du kannst aber auch in jede Suchmaschine das eingeben und deinen eigenen Ort dafür finden. Vielleicht kennst du deinen Bodygraphen auch schon. Ne? Was du brauchst, ist dein Geburtstag, deine Geburtsuhrzeit und dein Geburtsort. Und das verrät uns auch, dass Astrologie mit drin steckt, ja, in diesem System. Und jetzt Astrologie nicht im Sinne von Sternzeichen und Zukunftsvoraussagen, sondern Astrologie mehr im Hinblick darauf auch, was ist psychologische Astrologie, wo geht es um Persönlichkeitsstrukturen und Anteile. Und das finden wir eben auch im Human Design. Ne? Das ist eher so, um psychologische Aspekte geht oder auch um körperliche Aspekte geht, die wir da tatsächlich finden können. Wenn du deine Uhrzeit nicht weißt, zu der du geboren bist, lohnt es sich manchmal, die Eltern zu fragen oder andere Familienmitglieder, die das wissen könnten. Und eine Möglichkeit darüber hinaus ist, bei dem Standesamt nachzufragen, wo man geboren ist. Das kann da auch vermerkt sein. Und gleichzeitig weiß ich, dass es manchmal nicht die Möglichkeit gibt, es rauszufinden. Dann nicht verzagen, ja, da kann man auch manchmal noch mit Trick 17 arbeiten, dann ist man aber selber ein bisschen aufgeschmissen, sich das ganz genaue Chart anzugucken und das wird dann auch tatsächlich schwierig, aber man kann, wenn man so ein bisschen guckt, wie ändert sich das über den Tag, kann man doch schon auch bestimmte Dinge herausfinden, also dann bitte wende dich an einen Menschen, der sich gut auskennt mit Human Design, um das zu besprechen, wie das jetzt vielleicht zu handhaben ist, wenn du trotzdem super neugierig bist. Genau. Ja, gibt es dir eine erste Idee, was es ist, dieses System, was es vielleicht auch kann? Nächste Folge werde ich über ein paar Tücken sprechen. Und über Vorurteile und meine ganz persönliche Sicht auf das System.
Und was ich einfach so unglaublich daran liebe, ein bisschen was ist heute, glaube ich, schon durchgeklungen. Und wir werden uns dann auch in den nächsten Folgen noch einzelne Aspekte jeweils rausgreifen aus diesem System und da tiefer zu einsteigen, weil die einfach so unglaublich hilfreich auch in puncto Beziehung und Sexualität sind. Also wir werden über das Sakralzentrum genauer sprechen. Wir werden auch über den Unterschied Körper versus, ich sag jetzt mal, Verstand oder ne, das, was uns bewusst ist, sozusagen sprechen. Das ist nämlich ja nicht immer das Gleiche. Und noch über ein paar andere tolle Dinge, sodass es sich für dich total lohnt, dran zu bleiben. Und du kannst mir total gerne auch Fragen schicken, wenn du jetzt merkst, das eine oder andere ist für dich gerade offen geblieben oder da hast du einfach ein spezielles Interesse. Ich kann, wie gesagt, nicht alles in der ersten Folge rausgeben. Ja. Es kommt noch mehr. Und ich freue mich über dein Feedback, über deine Gedanken, über deine Fragestellungen, auch vielleicht über deine Herausforderungen, gerade in der Sexualität oder Beziehungen, die du führst. Es gibt auch in meiner Telegram-Gruppe, gab es vor einigen Wochen die Möglichkeit, mir auch eine Frage zu stellen und ich habe dann da ins Human Design Chart reingeguckt. Das würde ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal aufmachen. Also für alle, die Lust haben, ich tue auch den Telegram-Kanal-Link hier mit rein und öffne nochmal wieder auch diese Möglichkeit jetzt zu dieser speziellen Serie. Da freue ich mich schon total drauf. Wenn du da dazu kommen möchtest, bist du ganz herzlich eingeladen. Ja, und dann danke ich dir an dieser Stelle fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Einsickern lassen, fürs dich öffnen, neugierig sein und lass dir gesagt sein, es geht um Erfahrungen, es geht um neue Erfahrungen. Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt mit diesem Human Design System. Um daraus ja immer mehr zu sich zu finden, vielleicht. Und das wünsche ich dir für deine Sexualität, aber für deine Beziehungen, deine Partnerschaft, aber auch deine Beziehungen darüber hinaus und dein Leben insgesamt. Ja. Und damit sage ich jetzt bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.